Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Jahreswirtschaftsbericht zeigt, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat in den letzten 3 Jahren richtige Akzente für eine wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gesetzt. Er hat dabei die Menschen in diesem Land in den Mittelpunkt gestellt. Der Grundsatz sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik, das wurde heute schon mal erwähnt, heißt wirtschaftlicher Erfolg, soziale Gerechtigkeit und ökologische Vernunft. Und es sind keine Gegensätze, meine Damen und Herren, sondern sie bedingen sich gegenseitig, denn das ist der Garant für Wohlstand und für eine bessere Zukunft für uns alle. Soziale Sicherung, Teilhabe und gute Arbeit bei fairem Lohn, das sind zentrale Voraussetzungen für wirtschaftlichen Fortschritt, keine Hindernisse. Denn Wirtschaftspolitik, und das sagte Sigmar Gabriel auch, Wirtschaftspolitik ist auch immer Gesellschaftspolitik, meine Damen und Herren. Der Jahreswirtschaftsbericht macht dieses deutlich. Die wirtschaftliche Entwicklung ist bei den Menschen angekommen. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten gestiegen, der Trend zu immer mehr prekärer Beschäftigung gebremst und Themen, Dinge, die heute schon angesprochen sind, die ich nicht wiederholen will. Aber es zeigt, dass gute Wirtschaftspolitik Positives für die Menschen bewirken kann. Dieser Erfolg, und auch das wurde heute schon angesprochen, reicht jedoch nicht aus. Wir müssen weiter daran arbeiten, denn wir wissen, wer stehen bleibt, fällt zurück. Der deutschen Wirtschaft geht es gut. Dennoch nimmt die Ungleichheit zu. Sozialer Aufstieg und gleiche Teilhabe für alle sind noch nicht realisiert. Uns muss es darum gehen, dass die Wirtschaft stabil bleibt, nicht um ihrer selbst willen, sondern für die Menschen in diesem Land. Gute Wirtschaftspolitik hat viele Facetten, und dieses zeigt der Jahreswirtschaftsbericht. Investitionen, auch des Staates, sind der Schlüssel dazu. Gute Wirtschaftspolitik investiert jetzt in Bildung. Investitionen in Bildung fangen an bei den Schultoiletten, vor denen man sich nicht ekeln muss, und bei dem dichten Dach. Eigentlich Selbstverständlichkeiten. Sie gehen weiter. Sie gehen weiter bis in die Ausstattung der IT-Infrastruktur. Und Sie hatten vorhin schon mal mit Ihrem Zuruf gesagt, das ist Ländersache. Ich glaube, wir hatten uns darauf verständigt, dass es in dieser Frage nicht alleine reicht, wenn der Bund sagt, es ist Ländersache, sondern es ist doch unsere aller Aufgabe, dort zu handeln. Und ich komme ja auch noch zu, und ich sage Ihnen auch eins, wir haben darüber geredet, es gibt einen Überschuss. Und diesen Überschuss, meine sehr geehrten Damen und Herren, was spricht dagegen, diesen sehr zu investieren? Sehr geehrte Frau Kaczmarek, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Sofort. Ich will nur zu Ende reden, dann dürfen Sie gerne fragen. Diesen Überschuss zu investieren, was spricht dagegen? Oder glauben Sie, dass die Menschen in diesem Land mit den Antworten zufrieden sind, dass marode Schulen, Berufsschulen vorhanden sind? Und Sie geben die Antwort, das ist Ländersache. Geht doch gar nicht. So, und jetzt dürfen Sie fragen, natürlich. Ja. Ja, vielen Dank für die zugelassene Zwischenfrage, Frau Kollegin Kaczmarek. In der Tat interessiert es mich, dass die von Ihnen beschriebenen Zustände sicherlich geändert werden sollen. Aber meine Frage ist, könnte es sein, dass angesichts der Rekordeinnahmen auch der Länder im finanziellen Bereich und im steuerrechtlichen Bereich auch die Länder selbst in die Lage versetzen, solche Missstände in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich zu beheben? Und würden Sie mir auch zustimmen, dass möglicherweise gerade bei Landtagswahlen und bei Bundestagswahlen auch die Menschen einen Vorteil dafür haben, dass jeder sich für seinen Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich kümmert? Dann kann man nämlich politisch auch entscheiden, wer ist denn
im Rahmen des Wettbewerbsföderalismus in der Lage, als Land erfolgreich die ihm übertragenen Aufgaben auch zu erfüllen? Und wer ist dazu auf die Hilfe des Bundes permanent angewiesen, weil er selbst die politischen Entscheidungen vor Ort möglicherweise falsch trifft? Also macht es Sinn, dass auch die Länder ihre Zuständigkeiten sowohl aus demokratischen Gesichtspunkten als auch aus eigenen steuerfinanzpolitischen Gesichtspunkten dann auch mal selbst erfüllen und nicht permanent die Forderung kommt, dass alles in die Bundeszuständigkeit fällt, die im Übrigen, was Verteidigungsausgaben betrifft, was Sozialausgaben betrifft, ja auch ganz wichtige Punkte selbst zu entscheiden hat. Selbstverständlich sind auch die Länder dafür verantwortlich. Das ist doch keine Frage. Das stellt doch auch niemand in Abrede. Aber selbstverständlich sind auch wir, die auch Verantwortung tragen für dieses Land und für die Menschen, die in diesem Land leben, dafür verantwortlich. Und wir müssen doch dort eingreifen und mit unterstützen, wo es im Interesse der Menschen in diesem Land ist, und können uns nicht hinsetzen, das will ich noch mal sagen, können uns nicht hinsetzen, die Augen zumachen und auf die Länder verweisen. So geht es nicht. Und genau deshalb ist es richtig, wenn wir sagen, wenn die Gelder vorhanden sind, müssen sie im Interesse der Menschen in diesem Land investiert werden. Wir müssen Zukunft gestalten und nicht uns hinsetzen, in Formalitäten ergießen und die Zuständigkeit vom Land im Bund, vom Bund in Land schieben, weil damit ist den Menschen nicht geholfen. Und sie verlieren jeden Glauben, aber wirklich jeden Glauben an die Politik. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere Gruppierungen Zulauf erhalten. So, damit, glaube ich, ist eine Antwort auf Ihre Frage die richtige gewesen im Interesse dieses Landes. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist doch Unsinn, aber ich will jetzt auch nicht mehr darauf eingehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Antwort hat deutlich gemacht, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur Antworten geben dürfen, wir sparen, sondern dass wir den Menschen Antwort geben müssen, wie wir Zukunft gestalten. Sigmar Gabriel hat da etwas vorgelegt, was ich glaube, was uns alle mal intensiver beschäftigen soll, wie wir in diesem Land Zukunft für die Menschen organisieren, für Arbeit, für Investitionen in die Zukunft. Denn dann brauchen wir über manch populistische Worte, die immer wieder draußen fallen und die dazu führen, dass Zukunftsängste geschürt werden, uns keine Gedanken gemacht. Deshalb fordere ich alle in diesem Haus auf, lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten für die Menschen in unserem Land. Herzlichen Dank. Als letzter Redner in dieser Aussprache spricht jetzt Axel Knürich für die CDU-CSU-Fraktion zu uns.